Der gute Knecht von Berthold Auerbach. Der Gutsbesitzer Fuhrmann hatte einen braven Knecht. Aber dass er brav war, erfuhr zuerst durch eine kleine Tatsache, an die sich später viele andere reihten. Es war ein heißer Mittag, als der Knecht Konrad mit seinen Pferden vom Feld heimgekommen war. Die beiden Pferde wurden gefüttert und abgeschirrt. Denn jeder, wer es wissen will, weiß, dass auch ein Tier nicht zur rechten Ruhe kommt, solange es das Geschirr auf dem Leibe hat. Manche freilich wollen es nicht wissen, um sich die Mühe des Ab- und Aufschirrens zu ersparen. Das tat aber Fuhrmanns Konrad nicht, und es kann wohl sein, dass ihm selber darum drin am Gesindetisch das Essen umso besser schmeckte. Mit einem eigenen Behagen setzte sich Konrad an jedem schönen Sommertage nach dem Mittagessen auf den Stein an der Stalltür. Mittels eines gesunden Strohhalmes machte er seinem Pfeifenrohre Luft. Er reinigte hierauf den Wassersack und legte den runden Pfeifenkopf auf das Sims des kleinen Stallfensterchens. Als er das eines Tages wieder getan hatte und nach dem Pfeifenkopf griff, rollte dieser in den Stall. Konrad wollte in den Stall gehen, um ihn zu holen. Aber plötzlich hielt er inne. Er sah, dass die Pferde sich gelegt hatten. Und da er wusste, dass sie aufspringen würden, wenn er in den Stall träte, so setzte er sich wieder nieder und hielt das Rohr mit dem Wassersack rauchlos im Munde. Sein Herr, der alles aus seinem Fenster mit angesehen hatte, trat jetzt auf Konrad zu und fragte ihn: »Warum rauchst du nicht? Hast du deine Pfeife zerbrochen?« »Nein, sie ist nur da hineingerutscht, aber ich will die Pferde nicht in ihrer Ruhe stören, sondern mit dem Rauchen lieber warten, bis es wieder ins Feld geht.« »Du bist ein braver Bursche«, sagte Fuhrmann, indem er dem Knecht die eigene, silberbeschlagene Pfeife reichte. »Nimm sie und behalte sie zum Andenken. Es wird dir gut gehen. Denn wer die Tiere schonend behandelt, der wird auch seine Pflichten gegen die Menschen erfüllen. Wir bleiben hoffentlich lebenslang beieinander.« Und so geschah es.